Heute gibt's ein bisschen Weltarena-Action. Mal wieder, seit langem. Aber wir müssen mal ganz kurz reden, weil, was bezüglich der Weltarena-Videos angeht. Wird ein bisschen vorproduziert sein. Das bedeutet, dass ich die jetzt auf Masse aufnehmen werde für nächste bzw. übernächste Woche. Das bedeutet, wir werden ein bisschen Mangel an der Qualität sehen, was eventuell Rumgeschnibbel angeht. Ja? Es kann halt sein, dass die relativ simpel gestrickt sein werden, die Videos, weil einfach die Zeit fehlt, um die Masse zu produzieren. Woran liegt das? Meine Tochter wird am 30. nochmal operiert, sprich also in diesem Zeitraum der Genesung, sage ich mal, werde ich wahrscheinlich nichts machen. Deswegen werde ich versuchen, es vorzuproduzieren, dass irgendwas kommt. Deswegen wird es ein bisschen an der Qualität eventuell gedrosselt, ne, damit ich einfach die Masse hinkriege. Wir werden wahrscheinlich wirklich hart auf 3-4 Kämpfe nur noch pro Video ausgehen. So ganz simpelige Videos, wie gesagt. Ne, aber nicht auf Dauer. Das muss ich halt auch sagen. Nicht auf Dauer, nur jetzt so. Die nächsten, was mache ich denn? Keine Ahnung, so 5-10 Videos, was Weltarena angeht. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis. Wie gesagt, ändert sich dann auch wieder. Ne? Nicht Anfang Februar, so Mitte Februar so. Da wird es wieder back to so Roots gehen. Ne? Nur so, dass ich was zur Überbrückung habe. Gut, wir starten rein gleich. Ich habe mir einen Liesel gebaut. Ob wir den heute sehen werden, weiß ich nicht. Und ich habe mir einen Windig gebaut. Ob wir den heute sehen, weiß ich nicht. Aber hier wollte ich einfach mal ein bisschen mit der Meta gehen und hier wollte ich mal testen. Das ist ein AOE Deathbreaker mit Pushbacker. Ist halt Chongpong im Wasser so gesehen. Bisschen anders, aber kann man machen. So, let's go. Ich bleibe bei meinem Vanessa Fifth Pick. Dabei bleibe ich erstmal. Ich weiß nicht, ob sich irgendwas geändert hat hier. Ich habe keine Ahnung. Oder ob alles noch gleich ist. Ich bin überhaupt nicht up to date. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, seit ich hier angefangen habe, meine Kamera umzuwurschteln, ganz raus. Aber komplett raus. Wir schauen mal, ne? Wir schauen mal, wie es läuft. Aber der ist eigentlich gar nicht so bad gegen das, was er da spielt gerade. Und was lustig ist, ich habe einen Speed-Buff und einen Crit-Buff. Vielleicht crittet der da mal hier. Nehme Chroma, aber ich bann wahrscheinlich den da. Der wird resetten. Provo wird aber genommen von ihm. Deathbreak haben wir noch mit ihm. Riley. Ja, dann bannen wir Riley. Nehmen wir seinem Sustain raus. Mal schauen, was Vanessa gebacken kriegt. Wahrscheinlich nicht viel, aber wir schauen mal. Okay, was hat er für ein Lied genommen? Ich habe nicht hingeguckt. Er hat keine Buffs oder so, sprich, wir können auf jeden Fall getrost strippen. Qualstern auf Tessarion ist schon mal schön. Das ist schon mal schön. Ach, okay, das ist fein. Kommt Will hoch. So, Deathbreaker zu... Nee. Wir versuchen mal einen Stun. Okay, nice. Kriegen wir einen Deathbreak auf... Ich glaube, ich lasse den Tessarion. Ich gehe erstmal auf Zagar. Ja. Mal Schaden, Silence oder so. Okay, sehr schön, Proc. Schade, wäre schön gewesen. Wäre nämlich Insta-Dead. Kriegen wir hier einen Qualstun? Nice, gut, wir kontrollieren ihn einfach mit Qualstuns. Das ist mein Plan. Sehr schön. Kriegen wir hier eventuell die Uplink-Zeit, dass er kein... Okay, der hat schon keinen Bock mehr. Auch gut. Uplink-Zeit haben wir sogar gekriegt mit, was war, 4 ACC? Warte mal. Ah, okay, 23. Hallo. So, let's go. Vanessa Fürspeak. Gucken. Also ich glaube, der ist relativ... Also ich habe nicht viel mitbekommen. Aber was ist denn los mit denen? Ich glaube, der ist relativ gut gegen AOEs. Also auch gegen Moor und so. Chongpong? Ja, vielleicht ist jetzt mal ein Windy-Matchup. Komm. Oh, das könnte ein Windy-Matchup sein doch, oder? Ich glaube, wir können das mal probieren. Wir gehen wieder auf für Chroma. Kinky weiß ich nicht. Wegen Stun von Okeanos. Gefährlich. Karl? Ich glaube, ich banne... Wen banne ich denn? Chongpong... Solo-Reset, AOE. Ich glaube, ich gehe auf Chongpong. Bann? Ist das gut? Ist auch Deathbreak? Ja. Hey Gang, okay. Bin ich ja echt mal gespannt. Keine Ahnung, ey. Aber jetzt sollte auf jeden Fall der Partei 100%ig kritten. Das ist der einzige ohne 100 Crit. Hier. Der und der da. Der auch nicht. Okay, so er da. Das ist okay. Ja, yeah, wir haben Shield. Wir haben hier wieder die Wille. Da macht er erstmal eher nichts. Außer er resettet ein. Er wird wahrscheinlich auf sie gehen. Okay, er überlegt. Er ist sich nicht sicher. Okay, er macht... Ah doch, er resettet sie. Ja, war abzusehen. Jetzt könnte der auf Parterre gehen. Ich denke, das ist das Beste, was er machen kann. Das Problem, ich habe keinen Deathbreak. Das ist uncool. Das ist schon uncool. Nee, auf Windy. Hä? Okay. Auf Windy.
Windy, windy. Hier? Das heißt, ah, shit. Ah, shit. Schaden. Okay, Prox, Stun, Schaden. Okay, jetzt kommt der Stun, aber das trifft nur die zwei, die so mehr oder weniger sowieso schon gestunt sind. Aber Okeanos interessant. Selten, also sehe ich selten. Ich weiß nicht, ob es inzwischen, ob man die mehr sieht inzwischen, keine Ahnung. Aber, ja. Der Slow nervt hier bei dem, muss ich sagen. Der will auch nicht, dass er drankommt. Ich merke schon. Ablenkzeit. Nice, gut. Kein Proc leider, aber die Ablenkzeit, das ist fein. Okay. Kein Proc. Er ist gleich dran. Ja. Ich weiß nicht, ob der ready ist, aber ist mehr oder weniger egal. Ich will den killen. Die Chroma ist schneller als er, das ist gut. Okay, Provo. Ja. Chroma killt den gleich. Die wird ja von nichts beeinflusst, das ist kackegal. Und dann mal gucken, auf wen der Silence geht. Okay, danke für den Schild. So, kill den. Okay, auf Zagar. Ja, ist okay. Ist okay. Kriegen wir die Ablenkzeit vielleicht? Schade. Das wäre noch schön gewesen. Das wäre richtig funny gewesen, ey. Kein Stun, schade. Silence, der macht erstmal nichts, selbst mit dem Proc nicht. Gut. Ja, ist fein. So, nächster AOE ist Schild wieder da. Silence hier. Gut. Proc. Okay. Nehme ich. Oh, auch gut. Sie ist wieder ready. Aber das weiß er. Der geht ja auf sie. Wer hat den provoked? Ah ja, schade. Okay. Ja, ist okay. Mach ein bisschen Schaden. Mit denen zuerst weghaben. So, der macht keine AOE. Finde ich gut. Das sollte killen. Ja, ist okay. Nicht der beste Zagar wäre mir lieber gewesen. Aber ist okay. Ja, der resettet den. Ich hab Shield. Ja, die Frage ist, ob der... Nee, kommt der erstmal nicht durch. Silence. Gut, Alter, Squishy. Gut. Ja, ist fein. Ja, Speedbuff erstmal. Könnte procken, ist auf Vio. Okay. Nehme ich hin. Das ist fein. Der müsste ready sein, aber der gerade geswirbelt. Daher ist okay. Jetzt auf Chroma, ja. Slow ist fein. Ja, Windy gegen den da, ja. Okay. Sollte der schaffen. Ich kriege ein Schild jetzt. Ah ja, schafft er. Ja, easy, Windy broken. Ey, was haben die mit Moor, Alter? Moor ist so, ich finde Moor ist richtig shit geworden. Ja, der ist schon nerviger, der da. Gegen den hätte ich gerne Adriana oder sowas. Oder Layla vielleicht, aber ich weiß es nicht. Na, weil... Oh, warte mal. Wir könnten jetzt mal den hier versuchen. Aber da müssen wir Riley bannen. Machen wir auch. Und wir nehmen noch... Nehmen wir den noch? Oh, ich weiß nicht. Wen nehmen wir noch? Ja, das war Panikpick. Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, ob Chroma Damage wäre noch besser gewesen. Er ist aber einziger Damage. Aber der macht auch gut soliden Schaden, oder? Nicht so bad. Ich weiß nicht, was ich da nehmen hätte wollen. Ich war zuerst am Willen, noch ein Wasser zu nehmen mit Miles, aber dann dachte ich mir, nee, Miles nicht gut. Ne, deswegen nehmen wir Wind. Wind hätte schon noch Fang gehabt, aber Fang wäre zu langsam gewesen. Ne, das wäre jetzt nicht so geil gewesen. Den lassen wir drin. Wir bannen den. Ah! Mann! Scheiße. Mann. Liesel. OP einfach wird nur gebannt. Ah, ja, Monkey war ich noch im Überlegen zu nehmen. Aber da wäre Tessarians auch kacke gewesen. Wird schon passen. Wird nicht so geil. Na, ich glaube, das könnte ein Loose werden. Das könnte ein Loose werden. So, okay. Ja, du kommst eh dran, also mach mal hier. Komm mal dran. Machen wir dir schon mal ein bisschen Schaden. Der wäre sowieso als nächstes dran gewesen, glaube ich. Ja, das ist fein. Nee, Deathbreak will ich ehrlich gesagt noch gar nicht versuchen. Leider keine Ablenkzeit. Kriegen wir einen Stun irgendwo? Ja, das ist fein. So, jetzt erstmal die Wille hoch. Wir müssen vordingsten. Und ich bin schneller mit Speedbuff auf jeden Fall als Raccoonie, das ist gut. Und es ist ein Autospieler, perfekt. So, wir müssen einen Deathbreak irgendwo landen. Mein erstes Ziel wäre Tessarion. Das kann ich sagen. Der ist mir erstmal egal. Ja, machen wir ein bisschen Schaden wegen der Passiven drauf. Ja, das ist okay noch. Ja. So, sie kommt dran. Ich brauche jetzt einen Deathbreak. Okay, gut. Kleiner Pushy-Becky. Okay, so, machen wir Schaden jetzt hier. Das reicht nicht.
Das war Prock? Ah, shit. Ah, der Rakuni. Der darf nicht procken. Okay, gut. Machen wir Speedbuff wieder hoch. Und Crit. Oh, und nice Prock, okay. Ja, ja, ja. Der muss weg. Der muss weg. Der macht zu viel hier. Zu viel Kacki. Aber es sollte ja jetzt... Ah, reicht nicht. Außer ich Prock. Oh, ich Prock. Okay, First Kill reicht. Okay, boah, hätte das jetzt nicht gereicht, hätte ich mir die Hosen gemacht. Okay, Gefahr 1 ist weg. Ja, 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 Kinky ist einer. Kinky hat richtig Bock. Okay. Dann gehen wir jetzt ein bisschen auf den da. Auch wenn der die kleinste Gefahr ist, aber hier komme ich eh nicht durch. Aktuell. Okay, gestunt, nice. Cool. Stun-Imu wäre auch geil gewesen. So beim Windy, aber ich glaube, nee. Lassen wir mal so stehen. Windy ist so schon nervig genug. Oh. Na, wir holen ihn raus. Provo, das ist fein. Wir machen die Buffs wieder hoch. Speed Buff und Crit Buff. Ne, wir kennen die Buffs. Wir haben halt kein Dings. Richtig kacki. Wir haben kein kleiner Pushy-Becky. Okay. Ja, okay. Warte mal. Ja, ist okay. Ja, ist okay, ist okay. Uncool. Ja, richtig uncool. Ist aber okay. Ist es okay? Glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, komm mal dran. Slow, Glancing, ist fine. Ist dann eh wieder. Nee, diesmal nicht. Pushy-Becky. Nice. Stunny. Nein, schade. Der prockt jetzt sowieso wieder. Kennen wir. Ist aber okay. Dafür brauche ich ja mit ihm hier. Ich weiß nicht, ob er ready ist. Ich riskiere es mal nicht, solange er einen Deathbreak drauf hat. Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich riskiere es nicht. Er ist noch nicht ready. Shit. Brock. Kacki. Er ist ja noch dran. Windy. Okay, können wir den killen? Nice. Machen wir nochmal Willow hoch. So zum... Ah, vielleicht kriegen wir irgendwo... Gar nichts. Perfekt. Okay, er macht den zweiten. Ja, für Parterre. Ja, ja. Ist okay. kriegen wir einen Stun. Schade. Ja, das... Durch Kinky, Alter. Ah. Ich muss mehr auf Kinky vertrauen. Ah. Ja, jetzt, ja, mal gucken, was er jetzt so macht. Der gute Windy. Ah, knappe Kiste, aber krass, Alter. Hätte ich das gewusst, dass Windy so viel Schaden bei dem macht, ey? Not bad. Okay, gut, dann war's das. Ich bin eigentlich fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss.